Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. So, nachdem wir in der letzten Aufnahmesession ja diese geilen drei Artefaktteile wieder beschafft haben. Schmelztiegelmarke. Ja, du hast noch nichts. Was bringt die nochmal? Kasovaris Ruf. Jo, das kannst du gut gebrauchen. So, die hat auch noch nichts. Oh ja, das kann sie gut benutzen, den Verrat hier. Seraphir den Kopf in die Hand drücken. Oder haben wir hier noch was? Gewährte der Zeit verloren. Leben durch Tod. Benutze kanalisiert darfst du bitte die Verteidigung aller Feinde in einem Bereich. Oh ja, das ist gut. Alof müsste sein Zauberbuch haben, das heißt, alle sind ausgerüstet. Schleier des Winters, ja. Not a bad bit of tackle, Captain. Okay, das heißt, wir haben jetzt keine andere Wahl, als ans Visionsbecken zu gehen. So, der Übergangsritus, den haben wir abgeschlossen. Schmeißen wir einfach mal Wildschweinrotte, die Torheit des Beseelers. Okay. Pfad des Suchers und Bestien des Schlechters. Gefecht des Überlebenden. Aha. Also ja, unsere Dinger haben sich aktualisiert. Wenn ich weitere Artefakte... Erlange die Gunst des suchenden Gesichts, des schlachtenden Gesichts oder des überlebenden Gesichts. Ja. Wenn ich ein Artefakt in das Becken der Erinnerung gebe, kann ich einen Kampf bestreiten, der aus der Erinnerung an die Vergangenheit gezogen wird. Wenn ich weitere Artefakte beschaffe und mich ihren Herausforderungen stelle, erlange ich die Gunst der Gesichter der Jagd. Ja, ich habe ein Artefakt entdeckt, das für den Suchenden, für das suchende Gesicht von Bedeutung ist und ist dem Becken der Erinnerung übergeben, wodurch ich mich für die Herausforderung des Suchers qualifizierte. Ich kann nur den Pfad des Suchers beschreiten, eine Reihe von Kämpfen, die weniger mit fairem Kampf zu tun haben, als damit Feinde durch List zu besiegen. Wenn ich siegreich bin, werde ich die weitere Gunst des suchenden Gesichts erlangen. Mhm. Jetzt, nachdem ich das Artefakt des Schlechters dem Becken der Erinnerung übergeben habe, werde ich als würdig erachtet, die Herausforderung des Schlechters zu nehmen. Wenn ich weiterhin den Gunst des schlachtenden Gesichts gewinnen möchte, muss ich bei diesen brutalen Duellen antreten. Wenn ich bereit bin, wird das Becken der Erinnerung den Spellstiegel für den Kampf vorbereiten. Und das überlebende Gesicht? Der Schmelzpiegel hat mich mit weiteren Gelegenheiten belohnt, Leib und Leben zu verlieren. Ich kann jetzt beim Widerstand des Überlebenden antreten, eine Reihe von Kämpfen, deren Schwerpunkt auf Ausdauer und Widerstandsfähigkeit liegt. Sollte ich siegreich sein, werde ich die weitere Gunst des überlebenden Gesichts erlangen. Gut, okay, mit welchem Gesicht fangen wir an? Gehen wir nochmal von oben nach unten die Prüfungen durch. Schatten des Suchers. Der Kampf stellt den letzten Kampf eines Sucherherausforderers dar, der von den Schattenhandlangern seines Rivalen getötet wurde. In dem Wissen, dass sein Feind ein wilder und frenetischer Schläger war, der dazu neigte, ihn in das und aus dem Schlachtgewühl herauszuspringen, gab der Assassine seine besonderen Anweisungen. Seinen Schatten besondere Anweisungen, welche darauf ausgelegt war, die Wildheit und den unvorhersehbaren Kampfstil seines Feindes zu kontern. Geheimnisse des Schleims und das Spinnennetz. Okay. Also ich nehme mal an, gegen Schatten oder einen Anführer kämpfen, gegen Schleime kämpfen und gegen Spinnen kämpfen. Zwei Spinnenmatriarchinnen und ihre jeweilige Brut haben ihren Hinterhalt gewoben und warten nur darauf, dass mutige oder dumme Herausforderer in ihre Falle tappen.
Obwohl sie in der Nähe verstand, eines gestandenen Jägers mangelt, so haben die Spinnen ihre eigene wilde List und viele Jäger wurden von den Auserwählten des Suchers bereits getötet. Und der Schleim? Sumpfschleime sind von Natur aus territorial und beschützen die Umgebung, in der sie sich eingesiedelt haben, bis in den Tod. Einige Schleime entwickeln eine symbiotische Affinität zum magischen Schutzen, was es schwieriger werden lässt, sich ihrer zu entledigen. Angehende Sucher müssen lernen, mit ihren wilden Feinden umzugehen, während sie den Gefahren aus dem Weg gehen, die aktive Schutze mit sich bringen. Tanz des Wechselbikes. Der Tanz des Wechselbikes, der ein ständiger Favorit der Massen ist, fordert den Herausforderer dazu auf, ihre Macht auf die Probe zu stellen, wobei sie eine Gestalt annehmen, die nicht ihre eigene ist. Ein Krieger, der dies übersteht, obwohl er seiner Kernstärke beraubt wurde, ist wahrlich von Tomarowai gesegnet. Die Prüfung von Fangzähnen und Fell. Obwohl Stegi und andere Wildkatzen selten gemeinsam mit ihren Vettern jagen, so sind viele Jäger in Länder vorgedrungen, in denen sie sich Territorien übersteigen. Und haben den vereinten Zorn der schwer zu fassenden Stelgi und ihrer geschmeidigen Fette zu spüren gekommen. Stelle deine Macht gegen solch eine tödliche Begegnung mit Raubkatzen jeder Größe auf die Probe. Kult der Naga-Schaman. In diesem Kampf kriegt die Herausforderer gegen eine Gruppe von Gift-Naga an, die von einem mächtigen Gift-Schaman angeführt werden, welcher Verstärkung heraufbeschwört und die Kräfte seiner giftigen Verbündeten verbessern kann. Ausdauerprüfung, Ghoul-Ärger. Stelle deine Standhaftigkeit gegen eine überwältigende Flut an wütenden Ghoulen auf die Probe. Die Masse von Ghoulen, die nach Fleisch hungern und keine Gnade kennt, ist bekannt dafür, weniger fähige Streiter in ihrer eigenen Heuschrecken plagegleichenden Orgien des Konsums von Gestande vollständig zu verschlingen. Oh, klingt das böse. Wildschreinrotte. Während der gewöhnliche Keiler selbst ein störrisches Tier ist, sind die massiven Keiler von Kasuvari mit Tomaroweis Tapferkeit und Wildheit gesegnet. Im Laufe der Jahrhunderte sind so unzählige Gegner dieser Insel auf der Suche nach Schweinefleisch ums Überleben gekommen. Ausdauerprüfung. Torheit des Beseelers. Erlebe die letzten Augenblicke der auf verheerende Weise erfolgreichen Experimente des Beseelers wieder. In diesem Kampf treten die Herausforderer gegen eine überwältigende Horde von Konstrukten an, wobei lediglich die schlecht durchdachte Ausfallsicherung des Beseelers für ausgleichende Verhältnisse sorgen kann. Ich glaube, ich fange mal mit dem Schlechter an und fordere das Wechselbalk heraus. Mal sehen, was passiert. Ich will immer noch daran erinnern, das Let's Play ist blind. Ich habe keine Walkthroughs gelesen. Jedenfalls nicht dieser Art. Ich habe nur mal einmal geguckt, wo ich einen NPC finde. Aber ansonsten... Ein wahrer Schlechter kann einen Kampf zu Ende bringen, selbst wenn er seiner Vorteile beraubt und gezwungen wird zu improvisieren. Das Glück ist mit den Schwachen, möge der Gnadenloseste gewinnen. Ja. Au. Okay. Söldner, Söldner. This is so un- Okay, wir wurden in alles Mögliche verwandelt, aber... Xoti ist ein Impf, wenn ich richtig sehe. Konstantin ist ein... Irgendwas Vierarmiges.
Oh, Alof ist ein Schleim. Seraphin ist... Ist das ein Vitrak? Und ich bin ein Konstrukt. Okay. Habe ich irgendwelche Fähigkeiten? Irgendwas, was ich einsetzen kann? Nicht wirklich. Setz du dich mal ab und wir machen erstmal den Sonderschock platt. Okay, ich muss ganz ehrlich zugeben, dieser Kampf war einfach. Even denied your core strengths, you bring glory to the Slayer. Your ferocity transcends form. Most impressive. Selbst ohne deine wesentliche Stärke machst du dem Schlechter alle Ehre. Deine Wildheit übersteigt jede Form. Äußerst beeindruckend. Jo. Damit haben wir die erste von drei Herausforderungen des Schlechters geschafft. Ich nehme mal an, man muss die ersten drei schaffen, um die vierte Endherausforderung, also den Boss sozusagen, freizuschalten. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass der Avatar von Kane hier im Loading Screen der finale Boss ist, wenn wir alles abgeschlossen haben. Oh. If it isn't the Watcher. Na, wenn das mal nicht der Wächter ist. Die Stimme eines Mannes erscheint in einem tiefen, wohltönenden Bariton. Doch ganz im Gegensatz zur Wärme der Stimme sind die Augen des Kriegers verhängt und abweisend. Taller than I expected, but no bother. Du bist größer, als ich erwartet habe, aber das macht nichts. Der Zwerg zuckt mit den Schultern. If this is our competition, victory is ours for the taking. Wenn das unsere Herausforderungen sind, ist der Sieg auf jeden Fall unser. Wir müssen ihn nur greifen. Eine Gruppe Soldaten bleibt der Prob stehen, als du dich näherst. Sie tragen alle mehr Waffen bei sich, als sie Hände besitzen, die diese Waffen schwingen könnten. Und ihren protzigen, auffallenden Helmen mustern ihre Augen dich scharf. Unter ihren protzigen, auffallenden Helmen. Ja, tut mir leid, wer bist du? Hallo, ich bin Hagrid. Man nennt das eine höfliche Vorstellung. Jetzt bist du an der Reihe. Die Arme verschränkeln, die Muskeln anspannen und nichts sagen. Muss ich schon etwas von dir gehört haben? Ich schere mich normalerweise nicht um die Neuigkeiten aus der Zirkuswelt. Sie ignorieren und weitergehen. Na, sind wir mal schnippisch. Solche Frechheiten werden dem Schmelztiegel wenig nutzen. We're the Dragonstalkers, the reigning champions of the hunt. Considering the game we normally hunt, Kith like you are easy pickings. Wir sind die Drachenjäger, die amtierenden Meister der Jagd. Wenn man bedenkt, welche Ungetüme wir normalerweise jagen, dagegen sind gestanden wie du nur kleine Fische. Der Krieger wirft eine aufwendig geschmückte Axt von einer Hand in die andere. Das Jonglieren mit der Waffe kostet ihn keinerlei Anstrengung, nur ein Lächeln. Du hast in der Vergangenheit gewonnen. Gut gemacht. Möge Tomawa über dich wachen, bis wir uns im Kampf gegenüberstehen. Sag nichts. Diese Sachen, die du getötet hast, ich schätze, keiner von ihnen war währenddessen wach. Er staubt höhnisch, spannt sich an und macht, und man sieht, wie sich die Muskeln an seinem Hals anspannen. Ich möchte dich darauf aufmerksam machen, dass wir drei Drachen erschlagen haben. Tomawai hat unsere Truppe gesegnet und bald werden es alle erleben. Dein Lachen unterdrücken. Drei ganze Drachen reizend. Beeindruckend, aber kein Fleisch zu mir. Deine Mutter ist sicher entzückt über die Frucht ihres Leibes. Beeindruckend. Most people seem to think so. Die meisten scheinen das zu glauben. I look forward to seeing you in the Crucible. Our battle will no doubt give the crowd something to remember. Oh, er hat auch einen Wolf da hinten. Ich freue mich drauf, dir im Schwester gegenüberzustehen. Unser Kampf wird die Menge zweifelsohne ein vergessliches Erlebnis sein. Wird für die Menge, ja. Well, as much as we'd love to flap jaws, battle calls.
So gerne ich auch den Kiefer klappern lassen würde, der Kampf ruft, man sieht sich. Der Krieger salutiert mit einem schiefen Lächeln, während er und seine Truppe die Zugbrücke entlang stolzieren. Sie bannen im Applaus der Menge und gehen auf die Mitte der Arena zu. Ich nehme mal an, die sind ein bisschen heftiger als Pipiltins Kaspar-Truppe. Wobei auch Pipiltin ziemlich stark war, muss ich gestehen. My contesting friend, I have a thing you may find interesting.